Hallo zusammen. 10 Länder in nur einem Jahr besuchen, das klingt angesichts der Corona-Pandemie ziemlich unwahrscheinlich. Doch wir reden hier auch nicht von einer Person, die diese Reise unternommen hat, sondern von einem Adler. Der nämlich hatte einen GPS-Tracker implantiert und wurde von einem jungen Mann gefunden, der die Daten darauf ausgewertet und eine erstaunliche Entdeckung gemacht hat. Das war schon eine nicht alltägliche Entdeckung, die Fahd Kasch, ein junger Mann aus Saudi-Arabien, auf einen Spaziergang machte. In einem sumpfartigen Gebiet fand Kasch einen toten Steppenadler. Ein majestätisches Tier, das eine Spannweite von bis zu 190 cm erreichen kann. Doch was die Aufmerksamkeit des jungen Mannes vor allem erregte, war der GPS-Tracker, den der Adler an dem Hals trug. Auf dem Tracker, den Fahd auf dem Vogel entdeckte, befand sich eine E-Mail-Adresse aus Russland. An die sollte sich die Finderin oder der Finder wenden, damit die Daten auf dem Gerät ausgewertet werden können. Das Experiment der russischen Forscher umfasste etwa 20 Adler, deren Bewegungsradius so aufgezeichnet und ausgewertet werden sollte. Kasch nahm also Kontakt zu dem russischen Forschungsteam auf, sodass die Bewegungen und Reisen des toten Adlers ihren Einzug in die Forschung erhalten konnten. Die russischen Forscher erhielten also den GPS-Tracker, der in Saudi-Arabien gefunden wurde, und konnten damit die Bewegungsdaten des Adlers auswerten. Und diese Auswertung brachte Erstaunliches zutage. Der Adler legte am Tag ungefähr 300 bis 350 Kilometer an Strecke zurück, konstant auf der Suche nach Nahrung oder Möglichkeiten zur Überwinterung. Doch eine Sache ruft noch mehr Erstaunen hervor als diese gigantischen Distanzen. Denn der Adler hat bei seinen Reisen konsequent das Meer vermieden. Der Adler startete seine ein Jahr dauernde Reise in Kasachstan. Von dort aus ging es in Richtung Süden über Usbekistan und Turkmenistan, in den Nahen Osten nach Afghanistan und in den Iran. Von dort aus gesehen lautete Saudi-Arabien als nächstes Ziel, also lediglich eine Überquerung des Persischen Golfes. Doch der Adler flog den vermeintlichen Umweg und blieb an der Küste des Irans und des Iraks. Das gleiche Muster zeichnet sich auch bei zwei weiteren vergleichbaren Situationen ab. Statt das Rote Meer zu überqueren, flog der Adler auch hier in Küstennähe und wählte den Weg zur Überquerung, der am wenigsten über das Meer führte. Auch auf dem Rückweg, als der Vogel das Kaspische Meer als Hindernis vor sich hatte, nahm er eine längere Strecke in Kauf, um nicht über das offene Meer zu fliegen. Dass der Adler den Flug über das offene Meer vermied, ist aus den GPS-Daten klar ersichtlich. Doch warum tat er dies? Darüber sind die Forscher sich nicht einig. Die Distanz stellt den Adler vor keine große Herausforderung, doch beispielsweise Nahrung findet sich an Land bzw. in Küstennähe deutlich leichter, dies könnte also ein potenzieller Grund sein. So Freunde, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.